Sein jüngstes Opfer war 3 Jahre, das älteste 71 Jahre alt. Brandon Tee hat seinen Amoklauf in 2 Moscheen in Christchurch über Monate minutiös geplant. Wollte sogar noch eine 3. Moschee angreifen und am Ende alle abbrennen, so der Staatsanwalt heute. Weitgehend regungslos verfolgt der Täter dann die Berichte der Opfer und Angehörigen. Es ist herzzerbrechend, einen Sohn zu beerdigen und gleichzeitig 49 Glaubensbrüder und Schwestern. Worte können nicht beschreiben, was ich damals durchgemacht habe und noch immer durchmache. Nur Allah hilft mir dadurch. Das Gericht schwer bewacht. Der Anschlag des Rechtsextremen aus Australien hatte ganz Neuseeland tief erschüttert. 2 Konsequenzen, die Änderung der Waffengesetze und Polizeischutz für Moscheen. Mehr als 60 Zeugen werden bei den Anhörungen im Gericht zu Wort kommen. Einige wenden sich direkt an den Angeklagten. Unser Herz ist gebrochen, aber wir sind nicht zerbrochen, sondern vereinter denn je. Das haben Sie erreicht. Danke dafür. Der Angeklagte soll nach den Anhörungen auch noch einmal zu Wort kommen. Am Donnerstag will der Richter das Urteil sprechen. Die Opferfamilien hoffen auf die Höchststrafe. Dann würde der Täter für immer im Gefängnis bleiben.